Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu Goose Goose Duck, ein Spiel, das genauso ist wie Among Us, nur mit Enten bzw. Gänse. Es gibt sehr viele verschiedene Rollen, sehr viele verschiedene Tasks und auch ein paar verschiedene Maps. Das wird sehr chaotisch hier noch im Verlauf der Folgen. Es wird lustig. Ich werde mich nicht aufregen wegen so mancher Sachen, weil ich vielleicht wieder rausgeworden werde, weil mir nie einer zuhört. Auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, Abo und Like da lassen. Alle anderen sind in der Beschreibung verlinkt. So, wir spielen Among Us. Die meisten kennen das ja schon. Aber jetzt beginnt. Ich hab die dementsprechenden Einstellungen auch ungefähr gemacht. Kann natürlich sein, dass wir das anpassen müssen mit Tasks, Cooldowns. Das sehen wir natürlich dann. Wir haben gute Rollen und böse Rollen als extra. Zum Beispiel, wir haben einen Mechanik, der kann zum Beispiel wenden. Also ein guter, der wenden kann. Wir haben den Kanadier, das ist quasi so die Bait-Rolle. Also, wenn der gekillt wird, wird er automatisch reportet vom Killer. Also können wir jetzt erstmal nicht sagen, wenn jemand gewendet ist, dass es unbedingt der Killer ist, kann auch der Mechaniker gewesen sein. Das kann auch der Gute gewesen sein, das, genau. Also ist das jetzt kein Indiz mehr für, du bist der Böse? Genau. Nein, Indiz ist immer noch. Ja, also aber ja, nein, also aber sowieso also es kann, also kann auch sein, dass wenn er nicht Engineer ist, also hier mit Mechanik, ne, dann ist er böser. Aber man weiß es ja nicht. Wir warten alle auf den Hamster. Also wenn du erst bist und dann jemanden wenden siehst, dann hast du das Böse. Dann stimmt ja. Was ist der Mimik-Gus? So, ja, warte. Bin die Task hier komplett anders? Nein. Es gibt den Sheriff, der kann auch töten. Das ist eine gute Rolle, die töten kann. Wenn er allerdings auch einen guten Kollegen trifft, dann stirbt er selber stattdessen. Okay. Ne? Verständlich, gibt's auch immer irgendwas. Dann Mimik. Mimik ist zum Beispiel ganz cool. Der wird von den Impostern, also von den Enten, als Kollege erkannt. Also quasi in Among Us hieß die Rolle Spy, hier ist das der Mimik. Das okay. Heißt, die Imposter wissen jetzt nicht, wer ist der Kollege und wer ist jetzt der Mimik. Und deswegen ist Friendly Fire an. Genau. Und der Mimik weiß natürlich jetzt nicht, okay, wer sind denn die Imposter? Das ist natürlich klar, aber er weiß natürlich, dass er Mimik ist und dass seine Kollegen ihn vielleicht suchen oder hier inspektieren. Ne? Okay. Ich würde gerne eine Frage stellen, weil es gibt ja mehrere Kill-Animationen. Gibt es dann demnach auch andere Leichen? Weil es gibt ja einmal, wo du gebraten wirst, einmal, wo du abgestochen wirst oder gefrostet. Das wüsste ich halt gern. Keine Ahnung, das siehst du dann. So, Kannibale. Bleiben wir bei dem Wichtigen. Kannibale ist in der Entenrolle, also ein Fiesling, der kann eine Leiche verschwinden lassen, indem er sie isst. Das heißt, einer kann nicht reported werden. Also so quasi Free Kill. Ja. Ich hoffe, machen wir weiter. Dann gibt es den Silencer, der kann jede Runde, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht nerven müssen, kann er einen Spieler in der Meeting muten. Easy, geil. Ja, geht ja nicht, weil... Wenn er zum Beispiel erwischt wurde und dann kann er schnell versuchen zu muten, bevor der Name kommt. Weißt du, ne? Zum Beispiel. Ja, aber gut, das bringt ja hier nichts in dem Fall. Ja, man sieht aber trotzdem ja das Zeichen wahrscheinlich und dann kann man ja dementsprechend trotzdem sich da muten im Discord. Okay. Wenn das nicht angezeigt wird, dann lassen wir die Sache natürlich raus, aber ich wollte zumindest testen, ob es... Okay. Ich meine, visuell wird es ja wahrscheinlich angezeigt. Ich zeige es gerade bei Ihnen. Dann gibt es den Spy. Auch eine böse Ente, böse Rolle also. Der kann, wenn er alleine jemanden votet, sieht er die Rolle von dem. Also wenn zum Beispiel jetzt Paul alleine David votet, dann weiß Paul Davids Rolle. Wenn ich zum Beispiel auch auf David gewotet habe, sieht er die dann nicht. Das ist zum Beispiel gut, wenn man in Kombination mit dem Assassin spielt, zu dem wir gleich noch kommen. Oder wenn man herausfinden will, ist das ein Mimik oder ist das mein Kollege so vielleicht. Ne? Okay. Dann ist das Spy natürlich zum Beispiel ein bisschen krasser. Dann gibt es den Assassin, den habe ich gerade schon genannt. Der kann zweimal im Spiel, also im ganzen Game, kann er im Meeting töten, wenn er die Rolle von jemandem richtig schätzt. Zum Beispiel, wenn er den Mechanik gefunden hat, gibt er die Rolle ein, Mechanik ist er tot. Wenn er sich verschätzt und die falsche Rolle eingibt, stirbt der Assassin. Also bei falscher Schätzung Pech gehabt. Also es ist halt nur eine Gambling-Rolle. Assassin hätte ja eigentlich auch dadurch einen Vorteil, wenn irgendwer sagt, ich habe jetzt jemanden wenden sehen, dass er vielleicht entweder Mechanik oder irgendeine böse Ente nennt, ne? Dadurch hätte er ja doch einen Vorteil. Hm. Wenn jetzt heißt, beim Wenden gefunden ist, dann findet Assassin natürlich jetzt gefundenes Fressen. Der weiß ja, ob es sein Kollege ist oder nicht, ne? Also ist halt viel zu beachten.
Jetzt kommt meine Lieblingsrolle. Erstmal weiter. Morphling gibt's noch. Das ist die letzte große, vorletzte große Entenrolle, also Imposterrolle. Der kann sich für ein paar Sekunden, also Zeit über, in den anderen verwandeln. Wen ist random? Zum Beispiel, wenn Shining jetzt Imposter ist, läuft er kurz rum als Sven oder als Hamster. Das sieht man dann. Das hört zufällig. Da kann er sich kurz für jemanden ausgeben. Dann gibt's noch die neue Rolle Lover. Das kann sowohl Ente und Gans sein oder einfach zwei Gänse. Die okay. sind, das ist eine besondere, ist quasi auch eine neutrale das Rolle. Das ist kann man meine auch Rolle, nennen. Ich lese die Beschreibung gerade. Das sind zwei Leute, sind halt verliebt und wenn der eine stirbt, stirbt der andere auf jeden Fall auch. Wenn darf allerdings zum Beispiel beim Finale, zum Beispiel habe? Zwischen Imposter und nein. Lover, gewinnt die Lover stattdessen. Also die Lover stehen oben in der Winlist. Die Lover Shining werden am Anfang random zugewiesen. Wissen denn genau. beide, dass sie gegenseitig Lover sind? Ja, oder? Du siehst ein Herz an Namen. Genau. Okay. Ja, genau, sie wissen, das heißt, wer sein aber dann weiß Lover ich doch ist. Auch, wenn ich jetzt hier der Gute bin und bin der Lover von dem, dass der doch böse ist. Also ich darf das den dann nicht rausgeboten kriegen, oder wie? Zwei Gänse oder Ente und Gans. Ah, okay. Ja, also das musst du herausfinden. Tatsächlich musst du so ein bisschen. Und er darf dich ja nicht töten, ne? Oder richtig. Wenn er zum Beispiel Ente und Gans ist, dann wäre es natürlich cool, wenn man seinen Entenkollegen dann noch zeigt, hey, den nicht. Wäre scheiße. Mach mal nicht diese. Mach mal nicht diese. Das musst du dann symbolisieren. Der fragt dann sich auf einmal, hey, warum ist mein Partner mit tot? Dann ja, Sunny, das Spiel ist kostenlos. Ja. Und dann gibt es noch als neues Feature die neutralen Rollen. Das ist der Dodo. Der kann halt, wenn er rausgevotet wird, gewinnt er. Das so, halt natürlich, jetzt nochmal, Sunny, also ja, das Spiel ist kostenlos. Also die neutralen Rollen spielen alle für sich, genau. Das ist zum Beispiel im Among Us der Jester, hier ist es der Dodo. Dann gibt es den Arsnes oder hier der Pigeon, die Taube. Der muss versuchen, alles zu infizieren. Anstatt killen, steht er dann infizieren. Und das, so, ich hab das jetzt Tote interessieren ihn nicht, nur Lebendige. Wenn alle Lebendigen infiziert sind von ihm, hat er gewonnen. Ich habe noch einen dazu bekommen, der kommt sofort, der hat aber alles mitgehört. Okay. Ah, nee. Richtig! Der wusste nicht, dass das Spiel kostenlos ist, obwohl ich es ihm geschrieben habe. So, und dann als letzte neutrale Rolle gibt es noch den Falken, also den Falken. Der ist quasi der Jackal. Er kann allerdings kein Sidekick holen und er kann nicht voten. Das ist zum Beispiel sein Nachteil. Allerdings ist sein Vorteil, im wenn nur noch drei Leute da sind, also quasi das finale Standoff, fängt ein Countdown an. Und beim Countdown heißt, alle wissen, okay, es gibt den Falken und wir müssen jetzt versuchen zu gewinnen. Und wenn der Countdown abläuft, gewinnt sonst der Falken. Also so stand es in der Beschreibung bei Steam. Okay. Genau. Genau, das sind cool. Die oh, Quack! Woran sehe ich, wo mein Tab? Ich denke mal all. Ach, oh Gott, das ist zweiteilig. Hier irgendwo hier habe ich eine Task. Da unten leuchtet es doch. Was muss ich machen? Ach so, einfach runterhalten. Hä? Sunny, muten. Verfeidi. Ach so, klang so ähnlich. Ja, danke, dass du es überlesen hast. Ich hab's ja nur ein paar Mal reingeschrieben. Hallo. Bitte töt mich nicht. Hallo? Wo teleportiert man sich? Ich hab Space zur Verfügung. Was heißt das? Bin ich böse, oder? Wo ist Teleport? Oh. Ich hab nur den scheiß Teleporter gesucht!
Ich habe eine Ente gefunden. Alter, what the fuck? Ich bin ein bisschen erschrocken. Also du sagst, du hast eine Ente gefunden? Nicht ganz. Irgendwas Totes lag da. Yannick lag da. Ah, okay, dann weiß ich jetzt, wer das war. Also es macht... Also wer hat die gefunden? Paul, ne? Nee. Shining. Wo hast du denn den lieben Yannick denn gefunden? Auf der rechten Seite der Karte. Auf der rechten Seite der Karte. Rechte Seite, da können sowohl der Hamster als auch Paul nicht gewesen sein. Nee, okay. Die waren gerade bei mir. Also easy. Aber ich habe noch mal eine Frage. Welches rechts denn? Weil es gibt noch mal eine andere Art. Ja, das hat mich auch verwirrt. Weil du kannst mit einem Shuttle, kannst du nämlich auch noch mal. Richtig, aber... Kann mir einer erklären, wie man zwischen diesen beiden Dingern hin und her reist? Der Shuttle hat, genau. Das Shuttle hat gerade Hamster betätigt, ohne zu wissen, was er tut. Okay. Ja, richtig. Also ich würde sagen, wir skippen noch mal, oder? Wie viele haben wir? Ein oder zwei Imposter? Ein, oder? Zwei, glaube ich. Oder? Ich glaube zwei. Haben sie zwei eingestellt. Okay. Oh, okay. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben zwei. Oh. Eine neutrale und zwei Imposter habe ich eingestellt. Damn, okay. Wie viele Imposter? Zwei. Ja, zwei. Nee, zwei und eine neutrale Rolle. Was heißt neutral? Ich habe für eine Task gerade so lang gebraucht. Ich war so verloren. Ich auch. Ja, das stand ich neben dir. Was heißt neutral? Dani, hast du aufgepasst? Was heißt neutral? Wenigstens bin ich jetzt hier drüben. Mann, nimm die scheiß Karte aus meinem Gesicht. So. E muss ich drücken. Ich schieb mal die Maus beiseite. Nee, doch, ich brauch sie. Ich muss jetzt, glaube ich, Planeten finden, die in die Form passen. Okay. Holger, muten. Passt der in die Form? Ja. Okay, das ist eine interessante Task. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hallo, was habe ich jetzt? Also, ich sage jetzt so, wie es ist. Ja, hi. Also, ich sage so, wie es ist. Ich habe was gesehen. Was bedeutet es, wenn der Name Pink ist? Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Das muss die Ernie sagen. Weil bei mir ist sagen, Shining. Weil bei mir ist jeder Name Pink. Jeder? Ja. Jeder? Ah, okay. Aber das ist jetzt nicht die Infizierten, oder? Die Pinken. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, ich weiß, wer einer ist. Der hat nämlich einfach Schwänzel vor meinen Augen getötet. Und ich bin der Mimic Go Goose. Ich reveal das jetzt einfach mal. Und er hat gedacht, dass ich sein Kollege bin. Und das ist der danke, liebe Sunny, dass du es mir erklärst. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen wird der liebe Miau jetzt gewotet. Auch? Ist ihm so? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist so. Genau andersrum, aber. Nee, ist es aber. Ist es ich habe immer noch meine Probleme, Detektiv Dave zu glauben. Wegen ja, dann glaub mir nicht, bin ich ganz ehrlich. Glaub mir nicht, verliere das Game. Ist ja gut. Gönn dir. Ich vote das Ding ja ist, Miao stand einmal an der Stelle, wo ich auf jeden Fall gedacht hätte, der macht da den Task, den ich auch machen musste, weil er. Ich hab das gar nicht gecheckt. War. Ja, eben. Ich hab nur einen Task da gemacht. Also unglaublich, wirklich. Ich weiß nicht, wie gut die Imposter faken können. Die Tasks. Scheiße. Ciao, Dave! Ihr flippt das Game, by the way. Ciao, ganz. Ich wusste nicht mal, dass ich Imposter war, weil mir zwei verschiedene Farben standen. Lava. Ich wusste nicht, dass ich Imposter war, weil bei mir stand nur Lava. Wolf mit Neuer aus! Ja, wir waren Lava Shining. Warte, ich wusste nicht, dass ich böse bin. Okay, ich kenne meine Task. Bin ich gemutet? Ich bin mir immer unsicher. Okay, wartet. So. Wollt nur die Ship-Duties ausmachen? Nein. Hallo Schwänze, hallo Miau. Hallo Dave. So, wie teleportiere ich mich jetzt zum... Hier steht Teleporter.
Wie mache ich das? Ich lerne den Teleporter. Was, wenn du bist nicht auf Mute? Er ist nicht... Er war nicht auf Mute? Keine Ahnung. Ach, da teleportiert man sich. Boah. Ich mach meine Task. Ich bin überhaupt nicht böse. Da. War das allein jetzt auf das, ich bin überhaupt nicht böse? Ach, weißt du was? Zack. Warum sehen die so unglücklich aus? Oh, was für ein schönes Licht. So, was ist hier mein Job? Das dahin? Ich mach Kaffee! Oder? Ich hab doch Kaffee gemacht gerade, oder? Wie gesagt, Sunny, wehe, du guckst einmal in den Stream, wenn du jetzt gleich dabei bist. Ich brauche einmal Tab. Okay, Brücke. Ich vergesse übrigens die ganze Zeit, dass ich die Wendfähigkeit habe, aber ich habe auch Angst, sie einzusetzen. Was ist da los? So, ich möchte jetzt erstmal erklären, wie der Teleporter funktioniert, weil ich habe es endlich rausgefunden. Das können wir gleich machen. Erstmal, wir haben zwei Leichen. David kam gerade aus dem Shuttle und rechts und aus der gleichen Richtung lag eine Leiche, die ich direkt gefunden habe. Okay, David hätte finden müssen. Als ich dort war, war Sven noch am Leben. Sven, okay. Ach nee, Dave war am Ende wenn auch bei mir. Steining kam mir gerade entgegen und ich bin dann den Weg zurückgelaufen, den er kam, da war auch eine Leiche. Ich war bei den Pflanzendingern da, ich habe da Kaffee gemacht. Den ich aber auch gesehen habe, war die Katze da unten, so in Rot. Die sieht mir eher nach einer Ente aus. Eine kurze Aufklärung für die Zuschauer, wer die Katze ist. Das ist Sherpa. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Dieser Sound, der im Hintergrund war, der kam genau zur perfekten Zeit. Ja, ich weiß echt nicht, wo ich war, das tut mir leid. Also ich hab vorhin von der Leiche weggelaufen. Ich würde erstmal skippen. Ich war nur bei den Pflanzendingern und hab dann meine Task gemacht. Ich hatte ja zwei Tasks. Na gut, das Problem ist, das ist jetzt kein Indiz mehr, weil der Imposter die auch haben kann. Ist gut. Ich sag doch, ich werde immer gewotet. Hey Paul, treffen wir uns? Ja. Okay. Nee, weiß ich nicht. Warum nicht? Ich vertraue dir nicht. Ey, ein Schaffen, ne? Ach nee, mute. So. Kess. Hab ich mich jetzt gemutet? Ich hab die ganze Zeit Angst deswegen. So, ich hab geguckt, ich hab mich gemutet. Yay, ich hab was erreicht in meinem Leben. Ach, die müssen alle leuchten. Oh, hi. Okay. Ich würde gerne alle von diesen Sabotagen einmal freischalten. Sieht man übrigens die Maus im Bild? Ja, ich schalte das in der nächsten Runde ab. Wartet. So, jetzt habt ihr sie nicht mehr im Bild. Okay, da will einer reden. Ja, wir haben zwei Imposter und die müssen noch einen töten, um zu gewinnen. Ja, was soll wie gesagt, Moment. Wie gesagt, ich bin für die Katze. Ich bin für David. Warum ich? Danke! Hallo, danke. Du musst okay, unter die Sparschats gehen und dort auf Among Us Like gehen. Sieben Leute sind drin. Ich bin einfach pitchen. Und ich kann wenden und ich weiß nicht, wieso. Der Coach steht bei Mitspielersuche. Ich hab keine Ahnung, wie ich euch alle anzünde. Unter Gaming-Räumen. Weil ihr seid alle schon atomisiert. So, ich musste gerade das Honey kurz was erklären. Weil der hat den Raum nicht gefunden. Aber euch also sind also den Discord-Raum. Miau. Okay, dann was ist? Bin ich mit einverstanden. Dann voten wir Miau zuerst. Warum ich? Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum bin ich verdächtig? Ich habe nur Pflanzenaufgaben gemacht. Hey, du bist von der Leiche weggelaufen. Ich wusste nicht mal, wo eine Leiche ist. Ich habe Sven nicht reported, weil du Sven gekillt hast. Und ich habe das gesehen. Es gibt einfach. Ich habe das gesehen und bin dann weggegangen, weil ich wollte alle anzünden. So, genau. Das ist meine Antwort.
Hä? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Wie kannst du jemanden anzünden, wenn du der Vent-Typ bist? Ich schicke dir gleich den Wind. Nein, ich bin die Pitch und ich kann wenden. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich nicht gemutet bin. So. Und jedes Mal, ich mach nicht mal was. Oh, ich verstehe dieses Ding nicht. So, wo habe ich meine Tasks? Bei Engines. Jetzt habe ich eine, fehlt mir noch eine Sabotage. Ich muss eh nur noch zur Brücke. Muss aber auch mal jemanden umbringen. Problem ist, ich bin Hauptverdächtiger gerade. Was ist das denn? Einfach alles anklicken oder wie? Ich schick ihn dir gleich. Lass mich erst die Runde vollenden. Fixte Likes. Ach ja, Tote können ja auch was machen. Hat er jetzt eigentlich auch alles freigeschaltet wie ich? Oder muss er das nochmal extra machen? Warum schiebt sich die Maus die ganze Zeit dahin? Okay. Das Problem ist, sie sind die ganze Zeit beisammen. Kann ich doch auch nichts machen. Ansonsten, Alter, ich musste. Ich wollte wie soll ich jemanden umbringen, wenn ihr alle beisammen seid? Ich musste das in einer Runde machen, ohne Unterbrechung. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.